bedenke allein an dieses schöne Bild von der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Den Ouroboros. Der Ouroboros, das ist das perfekte Symbol für Kybernetik. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Outside the Box Magazin. Wir sind heute zu Gast bei Maria Bruckner. Sie ist Beraterin und Expertin auf dem Gebiet der angewandten Kybernetik im Management. Hallo, schön, dass Sie da sind. Maria Bruckner, Sie waren enge Vertraute und Schülerin von Heinz von Förster. Er gilt als Mitbegründer der Kybernetik. Sein Werk, Das Gedächtnis, eine quantenphysikalische Untersuchung, war wegbereitend für seine Karriere in den USA. Dieses Papier war für mich ganz wichtig, weil es eine völlige Veränderung meiner Interessen, meiner Kompetenzen, meiner professionellen Zusammenhänge hergestellt habe. Ich bin heute noch stolz auf das Vorwort, was ich in dieser Arbeit geschrieben habe, was ich direkt prophetisch fand. Ich möchte das gerne vorlesen, diese ersten zwei Zeilen. Die Zeit scheint gekommen, wo die Wege geistigen Forschens heterogenste Gebiete zu ihrem gemeinsamen Ursprung zusammenfinden. Wir haben unterschieden, um heute zu vereinen. Physikalische Grenzprobleme sind philosophischer Natur. Biologie und Psychologie bedienen sich physikalischer Methoden und medizinisches Forschen ist eng mit biologischen Grundfragen verknüpft. Diese sehr frühe Auseinandersetzung von Heinz mit dem Gedächtnis, mit dem Gehirn, hat den ursprünglichen Physiker und Techniker dann in eine ganz andere Richtung gebracht, nämlich in die Biologie. Und im Rahmen dieser MESI-Konferenzen, wo die Kybernetik entwickelt wurde, hat er dann eigentlich eine ganz spannende Rolle gespielt, weil er aus meiner Sicht nicht nur diese Weitsichtigkeit, die war vielen Mitbegründern der Kybernetik zu eigen, aber er war zudem noch besonders umsichtig. Das heißt, er war aus meiner Sicht für die praktischen Fragen im Umgang mit Komplexität der umsichtigste, der halt bis in die letzte Nervenzelle gegangen ist, mit der Frage, wie gewinnt der Mensch eigentlich Information? Ja, und dieses Phänomen Information, das war eigentlich das Zentrale im Rahmen dieser Geschichte, in der die Kybernetik entstanden ist. Da gab es den Norbert Wiener, der 1948 postuliert hat, man muss Information neben Materie und Energie als dritte Grundgröße der Natur betrachten, wenn man verstehen möchte, ich sage jetzt mal, wenn man verstehen möchte, wie das Funktionieren eigentlich funktioniert. Dass man das nicht über die Analyse der Dinge, der Gegenstände verstehen kann, sondern praktisch der Beziehungen zwischen den Dingen, was zwischen den Dingen passiert. Und das ist, so wird es in der Kybernetik verstanden, eine Frage der Information. Heinz von Förster sieht als oberstes Prinzip des kybernetischen Denkens die Zirkularität. Was versteht man darunter? Ja, das war eigentlich das erste Phänomen, auf das man gestoßen ist, dass alles, was mit dem Verfolgen von Zwecken und Zielen zu tun hat, abhängig ist von Information. Da hat man dann genauer hingesehen, was passiert da eigentlich, wenn Dinge, Menschen, Wesen interagieren. Was geht da eigentlich ab, wenn die Zwecke erfüllen sollen, Ziele verfolgen sollen? Das ist ja immer ein Agieren von jemand oder etwas mit einer Umwelt, mit einer Umgebung. Und da hat man gesehen, das sind zirkuläre Rückkoppelungsmechanismen, hat man das früher genannt. Heute nennt man das Feedback. Also auch damals hat man der Sache den Namen Feedback schon gegeben. Damit meint man nicht das, was man heute in der Alltagssprache darunter versteht, sondern das ist eine ganz bestimmte Art von Information, genauer gesagt eine bestimmte Wirkung, die Information hat, nämlich ein sich gegenseitig füttern mit Nachrichten, die steuern, was die jeweilige Seite jetzt tun soll, machen kann. Ja? Und diese drei Wirkungen sind im Wesentlichen eine Korrektur, wenn es Abweichungen gibt, also du musst woanders hin, ein Ausgleich im Sinne von, das passt, was du machst, so ist es in Ordnung, oder eine Verstärkung, mach mehr,
vom selben, damit es funktioniert. Und das nannte man also ursprünglich zirkulär-kausale Rückkoppelungsmechanismen. Heute wird das generell Feedback genannt. Und das steckt hinter diesem Wort Zirkularität zum einen. Das heißt, es ist immer eine dialogische Geschichte. Vom Computer und so weiter kennen wir das heute alle, damit etwas gelingen kann. Das Spannende an diesem Phänomen der Zirkularität ist, und das ist bei Heinz von Förster ein ganz großes Thema gewesen, dass man so eine Gesetzmäßigkeit aufgezeigt hat, die ganz einfach und kurz ausgedrückt heißt, jeder Wirkung folgt eine Rückwirkung. Das heißt, alles ist so miteinander verbunden, dass es einfach nicht läuft, irgendwo eine Wirkung zu erzielen und das war's dann, sondern es wirkt immer etwas zurück. Ja, also im Sinne der Wiener Volksweisheit, jedem kommt alles zurück, was er selbst auslöst, irgendwo würde dem entsprechen. Heinz von Förster unterscheidet ja zwischen Kybernetik erster Ordnung und Kybernetik zweiter Ordnung. Wo liegen da die Unterschiede? Allgemeine Kybernetik war damit beschäftigt zu schauen, wie funktionieren komplexe Systeme eigentlich. Ja? Was brauchen die, damit sie effektiv sind oder unter welchen Rahmenbedingungen treten Störungen auf oder wird es chaotisch oder brechen Systeme überhaupt zusammen. Also das wäre das, was man über komplexe Systeme wissen kann, herausgefunden hat. Heinz hat dann irgendwann einmal gesehen, wir müssen das anders strukturieren, dieses Denken über Systeme, damit wir schneller Probleme lösen können und hat vorgeschlagen, Folgendes zu tun, unter einer Kybernetik erster Ordnung all die Fragen zu verstehen, die wissensabhängig sind, ja, die man einfach mit Wissen lösen kann. Das ist die eine Sache. Also wir haben zum Beispiel aus der Kybernetik, aber auch aus den anderen Systemwissenschaften kostbares Wissen darüber, wie Systeme so ticken. Ja. Kybernetik zweiter Ordnung steht aber jetzt für eine ganz andere Problematik und das ist das Beobachten von Systemen. Ja. Das, ganz pragmatisch gesagt, es ist toll zu wissen, wie Systeme so sind und was sie tun und wie sie funktionieren, aber das Grundproblem ist das menschliche Gehirn eigentlich, wenn es Systeme beobachtet, auf den Menschen bezogen. Komplexität heißt ja, es ist zu viel für ein menschliches Gehirn. Es kann nicht alles erfassen, was hier angeboten wird oder eigentlich da wäre, sondern nur ganz selektive Ausschnitte. Also stellt sich die Frage, worauf muss man achten, wenn man Systeme beobachtet, um keine Wahrnehmungsfehler zu haben, um nichts zu ignorieren, das wichtig ist, auch um das zu erkennen, wo wirklich Potenziale drinnen sind, die für eine Lösung. Und das ist jetzt nicht nur die menschliche Beobachtung, das bezieht sich auch auf alle Arten von Messverfahren oder technische Beobachtungsweisen, wie man eine Videokamera einstellt zum Beispiel, ne? Was kommt dann heraus oder nicht. Und diese beiden Ordnungen, die sahen nicht getrennt voneinander, sondern man könnte so sagen, die erste Ordnung ist so Wissen, Theorie, was wir schon wissen und zweite Ordnung ist eigentlich alles, was uns in der Praxis dann wesentlich umfassender und ganzheitlicher passiert und wo es einfach dann die Frage ist, wie reagiert jetzt ein Beobachter auf das, wie geht er mit dem um, wie nutzt er diese Situation jetzt? Das sind ganz andere Fragen. Ja? Das ist eher die Frage der Kreativität oder auch Destruktivität. Was ihm ganz wichtig war, und da sehe ich mich beauftragt, das auch hier zu betonen, weil er das immer wieder appelliert hat, tut es mir nicht unterscheiden zwischen 1 und 2 und sagen, das ist das Gute und das ist das Schlechte, sondern die hängen zusammen. Wir haben Theorien, die uns helfen, schneller zu erfassen, worum es geht. Ja? Wir haben aber eine Praxis, wo wir immer wieder auf Neues, Unerwartetes, Unvorhergesehenes stoßen, das wir dann in der Situation lösen, verstehen lernen müssen. Ja? Aber aus diesen Situationen entwickeln wir ja wieder neue Theorien, die besser sind, aktueller sind und so weiter. Also er hat auch hier immer eine Rückkopplung zwischen erster und zweiter Ordnung gesehen. Und die waren ganz wichtig. War immer ganz traurig, wenn dann jemand dahergekommen ist mit einer dritten, vierten und fünften Ordnung, die es auch noch gäbe. Sondern es war also dieses klassische Zirkuläre. Wie hängen diese beiden unterschiedlichen Perspektiven auf Systeme, wie hängen die zusammen? Heinz von Förster gilt zusammen mit Ernst von Glasersfeld als Begründer des radikalen Konstruktivismus. Wo ist da der Zusammenhang zu sehen zur Kybernetik? Ja, wieder genau bei dieser Hirnthematik. Ja? Also wieder genau bei diesem Problem, wie kommt der Mensch eigentlich zu Information?
Und da war es ja die Gruppe am Heinz von Förster, die am BCL sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. 1958 gründet Heinz von Förster das legendäre biologische Computerlabor, das BCL, an der Universität von Illinois. Diese Forschungsstätte war Drehscheibe für viele Disziplinen. Hier arbeiteten Logiker wie Lars Löfgren oder Gotthard Günther, Biologen wie Umberto Maturana, Kybernetikpioniere wie Ross Ashby, Informationstheoretiker, Sozialwissenschaftler oder auch Physiker an einem Leitthema, der Suche nach der gemeinsamen Struktur und der Organisation zirkulärer Prozesse, unter anderem der von Kognitionsprozessen. Und das wissen wir schon länger aus der Medizin, dass wir von außen keine Information bekommen. Ja, Nerven werden angeregt mit indifferenten Signalen und alles, was wir so als Wirklichkeit erleben, erzeugt eigentlich das Nervensystem selbst. Ja, das hat natürlich Konsequenzen, wenn man das zur Kenntnis nimmt. Es ist in unserer Kultur nach wie vor weitgehend üblich, das zu ignorieren, es sei denn, es hilft gerade, anderen die Schuld zu geben, dann sind wir konstruktivistisch. Aber das hat enorme praktische Konsequenzen natürlich im sozialen Umgang, im Verständnis seiner selbst, im Verständnis des ganzen Daseins. Der Heinz selber hat sich immer dagegen gewehrt, als Konstruktivist bezeichnet zu werden. Er hat das nicht so gerne gehört. Er hat alle Ismen an sich abgelehnt, wie alle Ideologien auch. Sondern ihm ist es darum gegangen, es sind jetzt sicher nicht seine Worte, aber ich glaube, ihn so verstanden zu haben, wenn es uns darum geht, diese komplexen Dimensionen, die zu unseren Zeiten heute für jeden fassbar und spürbar sind, die zu verstehen, mit denen fertig zu werden, aus dem was Gescheites zu machen, dann beginnt das damit, sich selbst zu verstehen. Ja? Der Mensch selber gehört zu den komplexesten, vielfältigsten Systemen dieser Erde und der funktioniert ja nach kybernetischen Prinzipien. Also das ist ja das schönste Modell, um Kybernetik verstehen zu lernen. Und wenn einem klar ist, dass man das, was man so wahrnimmt und erlebt, selbst produziert, selbst herstellt, dann ist einem auch seine Täuschungs- und Fehleranfälligkeit klar. Dann sucht man die Fehler zuerst einmal bei sich und die Irrtümer, bevor man andere angreift, kritisiert und so weiter und so fort. Und das hat ethische Konsequenzen. Ja, wenn im Zusammenhang mit Heinz und Förster wird ja die Kybernetik auch gerne mit TH geschrieben. Ja. Und wenn ich das auf den Punkt bringen möchte, was seine Beiträge dazu waren, dann würde ich meinen, er hat lange vorweggenommen, was heute ganz großes Thema in der Forschung ist, nämlich die Neurowissenschaften jetzt einmal so mit Forschungsgeldern zu bestatten, damit uns genug Wissen zur Verfügung steht. Was sind die Konsequenzen, die wir aus der Funktionsweise unseres Gehirns ziehen müssen in unserer Kultur, ob das jetzt im Arbeitsleben ist, ob das in der eigenen Lebensführung ist, gerade um genau diese Stressprobleme, diese Schwierigkeiten mit psychischen Störungen und Erkrankungen, die im Zunehmen sind, aus meiner Sicht komplexitätsbedingt im Zunehmen sind, in den Griff zu bekommen. Also ich denke, die Kybernetik mit all ihren Konsequenzen ist also wirklich jetzt erst angekommen. Die wird zwar so nicht mehr in den Mund genommen, aber dem Heinz von Förster wäre es sicher recht, wenn er sehen würde, die Neurowissenschaften kriegen jetzt doch sehr viel Geld, um uns hier klüger zu machen. Ordnung entsteht nicht nur aus Ordnung, sondern auch aus Unordnung. Und lassen wir vielleicht Heinz von Förster kurz selbst das Prinzip Order from Noise beschreiben. Eine Fundamentalidee, die ich damals vorgetragen habe, war Ordnung aus Rauschen. Order from Noise, also Ordnung von Unordnung. Das kennen alle Leute, sagen doch immer, die Ordnung verliert sich und wird immer mehr Unordnung. Ich habe gesagt, ganz umgekehrt, Ordnung kann durch Unordnung entstehen. Das war so 1961. Bis dahin wusste man, Unordnung entsteht von selbst, niemand muss sich darum kümmern, dass Chaos entsteht. Das hat was mit Informationsmangel zu tun. Und Heinz ging 1961 her und sagt, pass mal auf Leute, ihr habt da was herausgefunden, auch Ordnung
kann von selbst entstehen und sogar aus Chaos heraus. Also Unordnung kann Ordnung entstehen, wenn bestimmte Rahmenbedingungen herrschen. Können sich Dinge von selbst sinnvoll ordnen, kann sinnvolles Neues von selbst sich generieren. Das war damals eine Sensation und das ist sie heute noch. Aus meiner Sicht so unfassbar, das ist meine eigene Erfahrung, dass ich einfach merke, immer wenn man das aufzeigt, davon erzählt oder das auch demonstriert, tut man sich schwer damit, glauben zu können, dass das ein Phänomen ist, mit dem man arbeiten kann, das man nutzen kann. Ja? Wir kennen das alle aus unserem Leben, manchmal sind wir in einer Gruppe von Leuten, wo Arbeiten nicht mehr Arbeiten ist, sondern einfach nur Spaß. Eins ergibt das andere, man regt einander an, inspiriert einander, es wird zusammen geholfen, ohne dass man da große Teamregeln aufstellen muss. Und plötzlich sind Sachen da, wo man sich überlegt, wie haben wir das jetzt geschafft? Warum ist das eigentlich, wäre ein schönes Beispiel für eine selbstorganisierende Situation, wie wir sie im Management haben können. Andere Dinge kennen wir aus der Chaostheorie, wie so spontane Ordnungen entstehen und so weiter und so fort. Also das geht alles auf Heinz von Förster zurück. Wir sind eigentlich schon beim nächsten Prinzip, bei den nächsten Prinzipien, die Prinzipien der Selbstorganisation, die Heinz von Förster aufgezeigt hat. Ja, also das war dann die Arbeit quasi, die er dazu geliefert hat. Ja? Nach welchen Prinzipien müssen Systeme organisiert sein oder müssen diese Feedbacks laufen und ein paar andere Dinge noch, damit dieses Phänomen entstehen kann. Also, dieses Phänomen war es eigentlich, das mich zu Heinz von Förster gebracht hat. Ich bin 1976 auf die Kybernetik gestoßen und habe da angefangen halt mit diesen Dingen zu arbeiten. Und 92 so habe ich dann so meine ersten prägnanten Erfahrungen gehabt, wo mir das passiert ist. Ja? Mhm. Dann plötzlich Dinge da waren, wo die Ursache nicht mehr lokalisierbar war, warum funktioniert das jetzt so toll. Und 92, da war die Esoterik gerade groß in Mode, also ich kam dann ein bisschen in die Verlegenheit, meine Hexerei erklären zu müssen. Ja, ich habe aber nicht gehext und das Selbstorganisation heißt ja auch, ich habe das nicht ausgelöst, sondern ich habe einfach Rahmenbedingungen geschaffen, in denen das möglich war. Und ich habe dann die Hilfe von Heinz von Förster gesucht und gesagt, ja, intuitiv habe ich da irgendetwas im Gefühl, aber ich habe das rational überhaupt nicht verstanden, was da jetzt mit dieser Selbstorganisation los ist. Und da hat Heinz von Förster einfach diese Prinzipien nicht mir beschrieben, sondern dieses Papier, die Prinzipien der Selbstorganisation beschreiben einfach, welche Voraussetzungen müssen da gegeben sein. Die kann ich in der Kürze jetzt nicht aufführen, aber die sind einfach da und diese Arbeit ist einfach unter dem Titel die Prinzipien der Selbstorganisation dann beschrieben worden. Wie dieses Order from Noise funktioniert, wie aus Chaos Ordnung entstehen kann. Das heißt, wenige wissen eigentlich, dass die Kybernetik eine wesentliche Rolle in der Managementtheorie spielt. Welche Rolle hat sie denn, die Kybernetik? Ja, also wenn wir das Wort Management in den Mund nehmen, dann nehmen wir einen Begriff in den Mund, wo jeder meint, der wisse schon, was das ist. Ja? Und historisch ist es einfach so, dass Führungswissen Erfahrungswissen ist, aber auch eine Frage von Meinungen und letztlich von Beliebigkeit. Ja? Also das ist also das, was also weitgehend etabliert ist. Und das ist jetzt eigentlich eine ziemlich unsichere Geschichte. Die Kybernetik ist ins Management geraten durch zwei Leute. Der erste war ein Brite, Stafford Beer, der schon in den 50er Jahren, als die Kybernetik ja eigentlich noch gerade im Fertigwerden war, auf diese Dinge gestoßen und gesagt, ja, genau das brauchen wir in der Unternehmensführung. Wir haben es ja generell mit komplexen Systemen und mit dem Problem Komplexität zu tun. Das ist quasi das Kern, das Grundproblem der Führung, dass es hier eigentlich immer um komplexe Verhältnisse geht, die bewältigt werden müssen. Und Beer war derjenige, der hergegangen ist und die Kybernetik auf die Probleme der Management angewandt hat. Sozusagen ein eigenes Fach, ein anwendungsorientiertes Fach, Management Kybernetik begründet. Das sind 12 dicke Bücher, ein gigantisches Werk. Naja, natürlich, die Kybernetik ist ja eigentlich ein Managerial-Prinzip. Nicht? Es verlangt ja zirkulare Interaktion.
Ich rede mit dir und du redest mit mir. Wenn ich mit dir geredet habe, hört sich ja die Sache nicht auf, sondern fängt es gerade an. Der zweite, der dann hergegangen ist und auf die Kybernetik zugegriffen hat, war Hans Ulrich an der Universität St. Gallen. Das war etwas später, hat begonnen in den 60er Jahren, allerdings mit einem anderen Anspruch. Er war Lehrer an einer Universität und ihn hat gestört, dass die Betriebswirtschaftslehre eigentlich keine Antworten auf die Fragen der Unternehmensführung gibt. Und hat vorgeschlagen, es wird an der Zeit, eine Unternehmensführungslehre zu entwickeln, die wir an der Universität lehren können, wo wir Studenten, aber auch schon Führungskräfte in der Praxis einfach zu qualifizierten Führungskräften ausbilden können. Und er hat dann auf der Basis der Kybernetik, Systemwissenschaften, aber auch schon der Management-Kybernetik von Stafford Beer zusammen mit seinem Assistenten Walter Krieg und seinen Schülern die St. Galler Management-Lehre und das St. Galler Management-Modell entwickelt. Also im Wesentlichen waren das Ulrich und Krieg. Was da geboten wurde, ist aufzuzeigen, was eigentlich nach Management verlangt, um welche Zusammenhänge es hier geht. Es geht immer um Beziehungen, um Zusammenhänge. Und das auf Grundlagen, die Entscheidungsträgern helfen, Entscheidungen zu treffen, die sie auch verantworten können. Also wo auch Substanz darunter liegt. Und das unterscheidet die Kybernetik im Management oder die Management-Kybernetik fundamental von anderen Management-Ansätzen. Dass hier einfach eine wissenschaftliche Basis da ist, die gleichzeitig strikt praxisorientiert ist. Ja. Das Wissen über komplexe Systeme hilft mir als Entscheidungsträger, die Wenn und Abers, die Chancen, die Risiken wirklich fundiert abzuschätzen und dann zu sagen, okay, aufgrund dessen treffe ich diese Entscheidung so und so und die kann ich jetzt auch verantworten, weil ich eine Stütze habe. Das ist jetzt nicht der Erfahrungswert, sondern das ist einfach wirklich substanzielles Wissen, verlässliches Wissen, das die Grundlage dieser Management-Lehren ist. Also das ist die entscheidende Rolle der Kybernetik im Management schon seit jetzt rund 60 Jahren beinahe. Vom 14. bis 16. September 1983 finden die St. Galler Forschungsgespräche zum Thema Self-Organization and Management of Social Systems statt. Diese Veranstaltung wird von Professor Hans Ulrich initiiert. Neben Heinz von Förster sprechen dort Francesco Varela, Hermann Haken, Rupert Riedl, Fredmund Malik und Gilbert Probst. Die in St. Gallen, in der berühmte Platz, wo Management diskutiert worden ist und Management sich entwickelt hat, unter einem ganz bedeutenden Professor, Herrn Ulrich, und da sollte ich auch einen Vortrag halten. Ich habe das mit großem Vergnügen gemacht und habe eben auch einige Prinzipien von Selbstorganisation da vorgetragen. Ich glaube, ich habe dort einige Sätze gesagt, die sehr revolutionär sind. Zum Beispiel habe ich Ihnen gesagt, passt mal auf, ein großer Betrieb, der ein gutes Management haben soll, dann muss jeder Mitarbeiter in dem Betrieb ein Manager sein. Dann wird er sagen, was das Beste ist, was für ihn am besten ist. Und wenn er alles so arbeitet, dass er für sie alles das Beste ist, eine bessere Firma kann man ja gar nicht haben. Und dieses Prinzip, jeder in einer großen Firma sollte Manager von dieser Firma sein, wurde dann von vielen Leuten mit Lachen und mit Zweifeln aber doch übernommen. Nämlich schon die Einsicht, dass ich nicht dem anderen was sagen soll, sondern er mir lieber sagen soll, was er braucht und nicht, was ich ihm zu sagen habe, was er tun soll. Das ist eine ganz falsche Idee. Ich muss doch zuhören, was der Mann, der an der Drehbank steht, weiß und sagt, das ist schlecht an dieser Drehbank. Ich soll ihm nicht die Drehbank verkaufen, ich verstehe nichts von Drehbänken. Aber der an der Drehbank steht, der weiß wirklich, was die Drehbank tut und was er nicht tut. Dem muss ich zuhören, wenn er sagt, passt mal auf, diese Drehbank dreht sich in die falsche Richtung oder was immer. Wir haben heute hochqualifizierte Leute, die eigentlich nur noch ein Problem lösen müssen und das ist, ihre Intelligenz zusammenwirken zu lassen. Ja? Und da habe ich bisher nichts gefunden außerhalb der Kybernetik, was hier wirklich schnell weiterhilft. Und was ich hier mit Tempo meine, ist, was uns die Kybernetik für die Praxis liefert, ist
professionelle Techniken, um Informationen, relevante Informationen so verdichten zu können, dass das Gehirn damit wieder arbeiten kann. Frau Bruckner, Sie haben gerade ein neues Buch herausgebracht mit dem Titel Komplexität im Management, Sinn und Unsinn. Worum geht's? Ja, das ist eine ganze Buchreihe, die unter dem Titel Komplexität im Management geplant ist. Und Band 1, Sinn und Unsinn, ist einmal so die grundlegende Einführung und Orientierung, worum geht es hier eigentlich im Umgang mit Komplexität im Management. Da herrschen fundamentale Missverständnisse, pseudosystemischer Humbug, der eigentlich das Leben schwieriger macht und das Arbeiten und nicht einfacher. Und das sind so ganz einfache Bücher mit kurzen Texten und Metaphern. Metaphern sind die einfachste Form, nicht die beste, aber die einfachste Form der Informationsverdichtung, die Kybernetik vorschlägt, um einmal einen kompakten Überblick zu bekommen, worum geht es hier eigentlich. Man kann für das Management die Kybernetik am besten als eine Denk- und Strategieschule verstehen. Ja? Mhm. Und jeder, der jetzt sagt, ich möchte effektiver sein und ich möchte das Zeug beherrschen, dem kann man jetzt nur etwas in die Hand geben und sagt, ich gebe dir was in die Hand, mit dem du lernen kannst, so zu denken, wie sich in der Kybernetik gezeigt hat, das funktioniert am besten, wenn du so an die Dinge herangehst. Was würden Sie jemandem raten, der das kybernetische Denken jetzt übernehmen möchte? Es geht immer um die Frage, wie gut verarbeiten wir und nutzen wir Informationen. Ja? Und anfangen könnte man mit der Regel, 80% zuhören, das brauche ich, um Informationen aufzunehmen, nur 20% der Zeit sprechen, aber dann möglichst pointiert und klar, dann überlaste und überfordere ich andere Gehirne nicht und vor allem 100% reflektieren. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Bruckner. Zum Schluss sehen Sie noch die bekanntesten Maximen von Heinz von Förster. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Outside the Box Magazin. Handle stets so, dass die Anzahl der Wahlmöglichkeiten größer wird. Willst du sehen? So lerne zu handeln. A geht es besser, wenn es B besser geht. Cogito ergo sumus. Ich denke, daher sind wir. Das Problem ist nicht die Wahrheit, das Problem heißt Vertrauen.